Uber, Freenow oder Bolt, das sind beliebte und vor allem kostengünstige Alternativen zum Taxi. Aber allein in Berlin sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Taxi-Alternativen illegal und ohne die notwendigen Genehmigungen unterwegs. Das zeigt eine neue Untersuchung. Die zuständige Behörde in Berlin spricht sogar von organisierter Kriminalität. Ein paar Klicks und das per App bestellte Uber kommt schon wenige Minuten später angerollt. Doch wer einsteigt, der tappt immer öfter in eine echte Versicherungsfalle. Denn mindestens jedes fünfte in Berlin gebuchte Auto fährt mittlerweile ohne Konzession. Wer Fahrten über Apps wie Uber, Freenow oder auch Bolt bucht, läuft durchaus Gefahr, in ein illegales Fahrzeug einzusteigen. Denn die Plattformen vermitteln auch Fahrten mit Mietwagenfirmen, denen die Autos gehören. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten vermutet hier organisierte Kriminalität. Ja, und das kann für Fahrgäste durchaus zu einem großen Problem werden. Denn ist das Fahrzeug zum Beispiel nicht versichert, da es die dahinterstehende Firma gar nicht gibt, ist auch der Fahrgast nicht versichert und das kann teuer und gefährlich werden. Dann guckt der Fahrgast sprichwörtlich in die Röhre. Er muss dann den Fahrer respektive den Halter in Haftung nehmen. Und das dürfte dann meistens daran scheitern, dass der Fahrer respektive der Halter nicht solvent genug ist, um für mögliche Schäden aufzukommen. Der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf warnt seit Jahren vor mafiösen Strukturen in der Branche. Wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Kleinstkriminellen zu tun, sondern mit einer organisierten Kriminalität, mit einer organisierten Schwarzarbeit, mit mafiösen Strukturen, die weit in das Bundesgebiet und darüber hinaus auch bis nach Osteuropa reichen. Schopf nimmt auch die Aufsichtsbehörde LABO in die Pflicht, die Genehmigungen besser zu überprüfen. Das Problem: lediglich an so einem blauen Schild mit einer vierstelligen Nummer können Fahrgäste erkennen, ob das Auto zugelassen ist. Aber auch diese Nummern werden zum Teil professionell gefälscht. Eine Überprüfung ist auch für Uber, Bolt und Freenow nicht so einfach möglich. Trotzdem, das Signal der Anbieter ist eindeutig. In Zukunft sollen weniger Betrüger durchs Netz gehen. Für die Zukunft wollen wir die Zusammenarbeit mit dem LABO ausbauen. Das LABO ist die einzige Behörde, die den vollen Überblick in Berlin hat über die Lizenzen, die existieren. Und deshalb gibt es Arbeitsgruppen gemeinsam mit Plattformen wie Freenow und Bolt und dem LABO. Und da gleichen wir jetzt schon alle neuen Fahrzeuge, die auf die Plattformen kommen, ab, sodass alle Plattformen sehen, diese angemeldeten Fahrzeuge sind korrekt vom LABO lizenziert. Diese Zusammenarbeit wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen, indem wir auch Bestandsfahrzeuge, also Fahrzeuge, die bereits auf der Plattform sind, auch überprüfen, gemeinsam mit dem LABO. Denn um schwarze Schafe aus dem Verkehr zu ziehen, muss man sie erst mal finden.